Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel gegen den SV Werder Bremen. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Cheftrainer vom SV Werder Bremen, Ole Werner, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und heute machen wir es ein bisschen anders wie sonst. Die Bremer müssen Richtung Flugzeug. Deswegen zunächst das Statement von Ihnen, Ole Werner, und anschließend die Fragen an Sie. Bitte. Ja, vielen Dank. Hallo von mir. Glückwunsch, Frank, an euch für den Sieg. Ich glaube, unterm Strich auch nicht unverdient, weil Heidenheim einfach konsequenter war in beiden Strafräumen oder in der Entstehung dann auch der Tore, als wir es waren. Ich glaube, man hat uns angemerkt, dass uns heute ein bisschen Klarheit auch gefehlt hat im eigenen Ballbesitz, was sicherlich dann auch mit der einen oder anderen kurzfristigen Umstellung zu tun hat, was sicherlich dann auch mit den Wechseln zu tun hat, die wir vornehmen mussten, verletzungsbedingt. Trotz alledem haben wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, eine gute Phase, wo wir drei hochkarätige Chancen haben und Heidenheim einfach einen sehr, sehr guten Keeper, wo wir das Spiel auch in unsere Richtung lenken können. Dann ist es eben so, dass eigentlich in diese Phase hinein wir dann das Gegentor bekommen, das viel zu einfach fällt, wo eine Absprache auf der Seite eigentlich schon die Entstehung verhindern kann. Das haben wir in dem Moment nicht gut gemacht und insofern dann kommt dazu, dass es ein sehr, sehr guter Abschluss ist, aber das können wir eben, wie gesagt, vorher verhindern, wenn wir eine Klarheit in den Abläufen haben, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir gedanklich dann auch in der Situation auf der Höhe sind, das fällt viel zu einfach. In der zweiten Halbzeit, muss man sagen, haben wir einen vernünftigen Start die ersten 5 Minuten hinbekommen. Danach war es aber insgesamt einfach sehr, sehr unklar. Sind in viele Konter gelaufen, keine gute Konterabsicherung gehabt. Und dann eben halt auch in der Entstehung des 2-0, glaube ich, klar zu erkennen, dass es uns heute eben an Klarheit gefehlt hat. Einfach auch aufgrund dessen, wenn man die Dreierkette auch in der zweiten Halbzeit oder zu Beginn der zweiten Halbzeit anschaut, alles dann verletzungsbedingte Wechsel oder verletzungsbedingte Umstellung, dann sind die Abläufe einfach unklar. Und es war dann speziell auch beim 2-0 zu erkennen. Ja, wir sind dann nochmal dran geblieben, lange ohne, dass wir uns wirklich gefährliche Torchancen erspielen konnten. Haben dann noch den 2-1-Anschlusstreffer gemacht. Danach allerdings dann auch einfach die langen Bälle zu schnell geschlagen, zu schlecht vorbereitet, als das noch mehr Situation, als dann nur der Kopfball von Nikolai Rapp dabei rumkommt. Und insofern fällt mein Fazit eben so aus, dass wir unterm Strich eben nicht unverdient heute als Verlierer vom Platz gehen, trotz alledem auch in unserer guten Phase das Spiel in unsere Richtung hätten lenken können. Haben wir nicht getan, heißt jetzt für uns Wunden lecken, sowohl körperlich als eben halt auch vom Kopf her. Aber es ist auch klar, dass es uns jetzt mal wieder erwischt hat. Ich glaube, das ist etwas, wo sich jetzt eben halt auch zeigt, wie wir damit umgehen, wie wir dann eben halt auch mit den personellen Themen umgehen. Haben jetzt eine Woche, uns auf Darmstadt gut vorzubereiten. Auf das Spiel freuen wir uns sehr, im wieder ausverkauften Weserstadion dann. Und insofern wäre es das von meiner Seite, den Heidenheimern. Alles Gute für die weitere Saison. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Ole Werner? Wenn ja, bitte ich jetzt um ein kurzes Handzeichen. Bitte hier vorne Name und Medium dazu und dann. Ja, Ole, eine Frage zu Marco Friedl. Wie geht es dem? Was hat er genau? Und auch zu Matoppa, wie sind die Aussichten schon? Ja, zu den Aussichten kann ich bei beiden noch nicht viel sagen. Bei Ömer ist es so, dass der gestern im Training Wadenprobleme hatte. Das klären wir genauer ab. Das werden noch Bilder gemacht oder Bildgebungsverfahren dann eben auch noch ausgewertet. Dann kann ich da genaueres zu sagen. Bei Marco ist es jetzt so, dass es nach einer Hüftprellung irgendwas in dem Bereich aussieht. Ich habe aber noch nicht mit den Physios bzw. Ärzten gesprochen. Kann dir auch noch nicht so viel dazu sagen, aber es ist sehr schmerzhaft jetzt aktuell. In der dritten Reihe, bitte. So Rückschlüsse von einem Spiel aufs andere zu ziehen, macht, glaube ich, ganz wenig Sinn, weil die Spiele einfach so unterschiedlich sind und wir heute auch eine ganz andere Situation hatten als jetzt im Dresden-Spiel. Die Dinge, die heute mich unzufrieden stimmen oder wo ich sage, da haben wir Möglichkeiten, uns zu verbessern, das sind ganz andere Themen als gegen Dresden. Und man muss eben, wie gesagt, auch so diesen gesamten Kontext sehen, dass heute viele Dinge auch zusammengekommen sind, die sicherlich dann nochmal erschwerend dazugekommen sind. Trotz alledem können wir eben gewisse Dinge auch klarer sicherlich lösen. Wie gesagt, haben auch eine gute Phase, wo wir das Spiel dann in unsere Richtung lenken können. Aber das macht wenig Sinn, jetzt von letzter Woche auf das Spiel zu schließen. Weil was sagst du dann? Sagst du ja auch nicht, dass beim HSV hat es sich angedeutet, dass wir gegen Dresden nicht alles gut machen. Das ist Blödsinn. Und insofern gucken wir uns das Spiel für sich an. Da waren sicherlich genug Dinge bei, die uns nicht zufrieden stimmen. Aber man muss auch immer die Umstände sehen. Und wir müssen jetzt eben in der kommenden Woche Antworten darauf finden. Nochmal erste Reihe, bitte. Umständen,
Ja, nun, also erstmal ist es so, dass es ja ohnehin schon relativ unklar oder relativ viele Dinge, viele Wechsel auch gab und du ja jetzt nicht dann vom Gefühl her noch mehr durcheinander wechselst. Und dazu kommt eben halt auch, dass Lasse auch mit einer Kniebandage in der Kabine sitzt und das auch eine Rolle gespielt hat für seine Auswechslung. Also so ist es. Ja, ich gucke es mir genau an, ich werde es mit ihm besprechen, werde es mit der Mannschaft besprechen. Habe ja gerade auch gesagt, dass sicherlich auch die Entstehung des 0-1 dann über die Seite geht. Es ist trotzdem nicht so, dass es immer einer alleine ist. Ja, wir gucken uns die Dinge an, besprechen das gemeinsam und dann kläre ich diese Dinge intern, ja, und mache meine interne Bewertung der Leistung der Spieler. Aber nochmal, ja, ich glaube auch, dass jetzt, wenn man sich anguckt, wie viel wir schon wechseln mussten im Laufe der ersten Halbzeit und dann durcheinander geschoben haben, dass wir all diese Dinge in den Abläufen auch unter der Woche eben nicht so vorbereiten konnten, wie wir es sonst gewohnt sind, ja, dann sieht man das in einzelnen Situationen. Das ist einfach so. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise. Danke sehr. Schönen Abend. Ciao. Und machen dann weiter mit unserem Cheftrainer. Und Frank, ich darf dich zunächst um dein Fazit zum Spiel bitten. Ja, viel passiert heute, deswegen das alles jetzt in der Chronologie hinzubekommen ist schwierig, aber fange ich mal so an. Ich glaube, der Plan, den hat man von uns heute von Anfang an gesehen, dass wir eben Werder es nicht zugestehen wollten, in ihr Spiel reinzukommen, sondern dass sie sich mehr auf uns einstellen wollten. Wir haben sehr mutig verteidigt, sehr hoch gepresst, sind in viele 1-gegen-1-Duelle und wollten eben mutig ohne Ball spielen, und das haben wir gemacht. Und eigentlich müssen wir schon oder können nach 2 Minuten in Führung gehen, als wir genau in diese Räume kontern nach Balleroberungen, die wir wollten. Da wussten wir auch, dass wir vielleicht einen Tick Schnelligkeitsvorteil dann in dem Moment auch haben. Leider war der Weg so lange, dass Tobi viel überlegen musste. Ein paar Flenker den Ball dann hält. Ich fand, die ersten 20, 25 Minuten waren wir extrem griffig, haben nichts zugelassen, hatten diese 2, 3 gute Balleroberungen, wo wir dann auch zu Chancen kommen. Aber so langsam hat sich eingeschlichen, dass der erste Kontakt zum möglichen Torabschluss dann nicht gut war und wir dann nicht zu den ganz klaren Chancen gekommen sind. Und dann war es so, ja, so Mitte der ersten Halbzeit, dass Bremen dann auf einmal mehr den Ball hatte, selber die 3 Chancen gehabt hat, wo wir uns verpasst haben. Was aber auch klar ist, wenn man versucht, hoch und mutig zu verteidigen, dann schafft man es nicht immer, dann nichts zuzulassen. Da waren wir dann 2, 3 Mal im Zentrum einen Tick zu offen. Da haben wir es verpasst, gut nach innen durchzuschieben, Ballfern. Aber wir hatten Kevin Müller, wir hatten einmal den Pfosten. Und trotzdem fand ich, war es dann mit dem Tor dann auch, was die Chancen betrifft, in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Aber wir haben das Tor gemacht vor der Halbzeit, das war auch wichtig. In der zweiten Halbzeit haben wir es geschafft, Bremen dann auch vielleicht sogar noch einen Tick besser von unserem eigenen Tor wegzuhalten, die langen Bälle dann auch zu provozieren. Die haben wir insgesamt gut verteidigt, auch sehr, sehr aggressiv auf die zweiten, dritten Bälle. Das war natürlich sehr wichtig. Und diese Situation zum 2-0, das sind dann Dinge, die trainiert man, die wünscht man sich dann, und dann passiert es genauso. Ich glaube, ich liegt nicht nur am Bremen, ich glaube, das haben wir ein Stück weit auch dann provoziert, dass der Ball versucht wird, durchzuspielen. Aber wir waren da und dann ging es ganz schnell. Und das hat mich extrem gefreut für den Kühli, für den Bomber, dass beide getroffen haben und dann in der Entstehung zum 2-0 auch beteiligt waren. Blöde Situation, unnötig bei der roten Karte. Wir dürfen den Ball nicht verlieren. Die Situation kann man ganz einfach klären. Wir laufen den Konter rein und erstmal möchte ich an der Stelle sagen, hoffe ich als erstes, dass, ich weiß nicht, wer es war, der Bremer Spieler, dass da jetzt nichts, keine Verletzung draußen entstanden ist. Buschi ist einer, der seine erste rote Karte, vielleicht auch aus den letzten Spielen, die Enttäuschung, nochmal den Ball zu klären, eben nicht den Anschlusstreffer zu bekommen, nur so kann ich es mir erklären. Aber da muss er dann spätestens dann zum Schluss der Aktion den Fuß zurückziehen. Aber war keine Absicht, aber trotzdem eine klare, berechtigte rote Karte, das muss man so sagen. Und wie gesagt, da hoffe ich, das ist das Allerwichtigste, dass in der Situation der Bremer Spieler nicht verletzt ist. Und dann war mir klar, dieser Freistoß, Marvin Duksch, der sollte jetzt besser nicht reingehen, weil dann wären es nochmal interessante letzte Minuten. Aber obwohl der Ball dann leider drin war, haben wir dann zum Schluss, glaube ich, einen Kopfball noch zugelassen aus einer schlechten Kopfballsituation, wo er den Ball nur noch nicht mehr drücken kann. Und ansonsten haben wir es in Unterzahl gut wegverteidigt, hatten auch selber und Stefan Schimmer beispielsweise eine riesen Konterchance, wo wir vielleicht schon früher das 2-0 machen können. Und da schließe ich mich dem Ole an. Am Ende mit Sicherheit kein unverdienter Sieg. Und die Mannschaft hat von Anfang an das gespielt, was wir wollten, was wir vorbereitet haben, und hat es
ja, dann auch durchgezogen. Vielen Dank. Benjamin Post, allen Nachrichten bitte. Ja, Frank, bei der Vorspiel war viel Lob für den Gegner für Bremen. Jetzt kann man viel Lob für den FC haben. Dann gibt es einen Sonderlob für beispielsweise auch Kevin Müller, klar, oder sonst? Ja, klar, mein Torwart. Der kriegt immer Lob, wenn er sich auszeichnen kann. Und heute gab es 3-4 Situationen, wo wir ihn gebraucht haben. Da war er da. Er war übrigens auch in Darmstadt da, bloß einmal nicht. Und der Torwart ist dann die ärmste Sau, wenn dann so ein Ball reingeht. Aber ich habe ihm das direkt nach dem Spiel gesagt, er darf sich da nicht jetzt den Kopf runternehmen, sondern wir müssen uns Gedanken machen, was müssen wir tun bis zum nächsten Spiel gegen Bremen. Da kommt die derzeit formstärkste Mannschaft, auch von der Qualität her. Und ja, kein einfaches Spiel für ihn, aber er hat es extrem gut gelöst. Aber ich finde, vielleicht können wir ihn hervorheben, aber es war eine extrem geschlossene Mannschaftsleistung. Da könnte man jetzt viele Spieler rausheben. Man hat uns angemerkt, wir wollten den Sieg. Wir haben dran geglaubt und haben nicht einfach irgendwie gewonnen, sondern haben das umgesetzt, was wir wollten. Und das ist dann immer am schönsten. Timo Lemmer hört alle Nachrichten, bitte. Herr Frank, du hast gerade die Situation angesprochen. 89. Kiste und dieses schöne Tor von Bremen. Darmstadt noch vielleicht im Kopf. Wie viel Kopfkino ist dann da? Oder warst du heute vom Kopf her? Hast du gedacht, heute passiert uns das nie nochmal? Das habe ich gedacht, weil wir da in der Woche viel investiert haben. Ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, es passiert, jetzt trainieren wir halt wieder und dann spielen wir, sondern wir haben das zum Thema gemacht. Und das Thema Selbstbewusstsein, Widerstandsfähigkeit, Umgang mit Fehlern, das habe ich, denke ich, der Mannschaft so vermittelt, dass sie gewusst hat, wenn wir heute rausgehen, dann dürfen wir alle dran glauben. Wir müssen uns dann aber auch so verhalten auf dem Platz. Und ja, dass Fehler passieren, nochmal, wir hatten in der Vorrunde mal ein paar Spiele, wo es nicht gut war. Wir hatten jetzt vielleicht schlechte Viertelstunde, aber auch bei den nicht gewonnenen Spielen oder Niederlage in Hamburg haben wir alles andere als schlechte Leistung gezeigt. Und manchmal gewinnst du dann die Spiele und manchmal verlierst du auch. Wir haben genügend Spiele hier, kurz vor Schluss in der Freud Arena auch entschieden in der Vorrunde. Und deswegen, es ist alles gut so, wie es ist. Wir haben 42 Punkte und das ist schon was für mich was Besonderes, nach 26 Spieltagen das wieder in der Zeit geschafft zu haben. Und das gehört einfach auch dazu, dass man dann auch mal Rückschläge hat. Und entscheidend ist dann aber, wie geht man damit um? Und heute ist meine Mannschaft mit dem Spiel letzte Woche nahezu perfekt umgegangen. Thomas Jentscher, Heidenheimer Zeitung, bitte. Man hat im Vorfeld auf Einsatz von Tim Kleindienst und Patrick Weinkar gehofft. War das einfach noch Trainingsrückstand? Also ich habe auch, klar hofft man natürlich, dass sie schnell wieder zurückkommen. Aber Tim Kleindienst ist letzte Woche Mittwoch ins Training eingestiegen und musste Donnerstag wieder raus und hat am Mittwoch jetzt erst wieder mit der Mannschaft trainiert. Und da müssten wir, oder am Donnerstag, und mussten dann schauen, wie ist überhaupt das Abschlusstraining. Und ich habe mit ihm gesprochen. Er hatte heute ganz klar gesagt, maximal 30 Minuten. Und bei Patrick Meinka ist so, der kam ja erst mehr oder weniger im Abschlusstraining zur Mannschaft. Der war zwar am Donnerstag schon symptomfrei, aber wir haben ihn dann erstmal noch in die Uni Ulm geschickt, dass man ihn untersucht, dass alles okay ist. Und ich habe gesagt, Patte, interessiert mich nicht, du gehst mit dem Kader und wenn ich dich die letzten 5 bis 10 Minuten brauche, dann musst du bereit sein. Das sagt er, wird auch ein bisschen länger gehen. Nochmal Timo Lemmer hat alle Nachrichten, bitte. Das gab es ja zu Recht gesagt, da könnte man jetzt einige Spieler rausnehmen, was mir heute auch gefallen ist, im Mittelfeld der Kevin Sessa, der präsent gespielt und dann auch diese Steckpässe gespielt. Das hat euch schon so einen anderen Touch verliehen im Spiel, oder liegt das falsch? War Teil des Plans, den Romano Schmidt da einfach einen gleichen Spieler zu bringen, von der Größe, von der Konstitution, vielleicht sogar noch einen Tick aggressiver. Dafür richtig gute fußballerische Fähigkeiten beim Gegner. Und das war Teil des Plans da. Präsenz, Giftigkeit, Handlungsschnelligkeit am Boden. Und ich muss auch sagen, was er dann darüber hinaus noch richtig gut gemacht hat, sind die 2-3 Pässe in die Tiefe. Das waren die Situationen, wenn man diese Bälle besser kontrollieren, dann kann man da mehr draus machen. Wobei Stefan Schimmer dann ja auch abschließt. Aber leider halb hoch ins lange Eck, da war Pavlenka da. Trotzdem war er nicht ganz fehlerfrei. Ein, zwei Mal die Tür nach innen aufgemacht, aber dann waren dann Innenverteidiger da, die das geregelt haben. Und deswegen will ich damit nur sagen, es war jetzt wieder ein Schritt nach vorne. War eine gute Leistung, aber da darf er jetzt nicht gleich wieder durchdrehen, sondern es heißt wieder bestätigen. Aber so wie er heute gespielt hat, ist er extrem wertvoll für die Mannschaft. Ansonsten gibt es keine weiteren Fragen mehr. Dann vielen Dank fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.